Was quatschst denn du für eine Scheiße, Mann? Schwul, wir sind doch keine Schwuchteln, wir stehen auf Titten. Ich habe erst vorgestern Marianne gefickt. Okay, sie sieht nicht so geil aus hinterm Tresen, aber es liegt doch am Licht. Hey, Sprache. Scheiß auf deine Sprache, Mann. Ich bin doch nicht schwul. Ich habe doch keine Schwänze im Mund. Kommst du darauf, dass wir schwul sind? Na, weil ihr doch zusammen wohnt und nur ein Bett habt. Und auf dem Fernseher eben, das waren nur Männer. Und hier kommen nie Mädchen zu Besuch. Das ist auf dem Fernseher, das war jetzt ein Computerspiel. Und die Wohnung ist zu klein für ein zweites Bett. Und Kai und ich, wir schlafen ja gar nicht mehr zusammen in einem Bett. Der schläft ja hier auf der Couch. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Alter Mann, ich stehe auf Titten. Auf Ärsche, auf Nippel, Fotzen. Ja. Vaginas, Muschi, Scheidenlöcher. Kai, ich weiß. Ja, dann sag's dem komischen Negerkind. Ich glaube, die Kleine ahnt das. Dann sag's ihr halt nochmal. Mann, ich hab bloß keinen Bock, dass sie ihren komischen Kanackenfreunden das erzählt. Die erzählen's an ihren Eltern, die ihren Kumpels, die wieder ihren Tanten, was auch immer. Wenn die Aussiedler denken, dass ich auf Schwänze stehe, habe ich ein Riesenproblem, Mann. Warum? Was? Warum hast du ein Problem damit, wenn so ein Ausländer denkt, du wärst schwul? Guck mal, heute kommt auch was mit Tanzen. Kai, willst du noch ein Bier oder heute lieber Prosecco? Hm? Oh, hier. Mit Mandelöl. Gibt der Hafer seine veredelte Brillanz. Halt du mal schön deine Fresse, ja? Wann hast du das letzte Mal gevögelt? Hä? Wann? Na, warte mal. Julia, vor 2 Jahren, glaube ich, oder? Ist das richtig? Ja. Lange her, oder? Eine Ewigkeit. Ja. Ja. Sarah, pack das Ding nicht an!
Was? Man will ja manchmal klingen wie der Führer. Und dazu braucht man das hier. Und los geht's. Ihr seid...